zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Heute mache ich Pigodi, das sind wie Mante, bloß ist da noch Weißkraut drin. Also so Teigtaschen mit Fleisch und Kartoffeln und Weißkraut. Und ich habe schon Hefeteig gemacht, der gleiche Hefeteig wie für Mante. Die Mengeangabe schreibe ich unterm Video für den Teig. Ansonsten verlinke ich euch das Video mit Mante. Da könnt ihr auch sehen, wie ich den Teig gemacht habe. Und für die Füllung brauchen wir Hackfleisch. Ich habe 800 Gramm gemischte Hackfleisch. Ich habe schon geteilt 400 und 400, weil ein Teil mache ich mit Zwiebeln und ein ohne. Wir brauchen noch Kartoffeln für die Füllung, eine große nehme ich für einen Teil und diese zwei kleinere für das andere. Und die Zwiebel kommt in nur einen Teil und Weißkraut, ich habe hier Spitzkohl, der kocht schneller. Man kann auch Weißkraut nehmen, wer möchte. Und Gewürze brauchen wir Salz, Pfeffer, Oregano, Knoblauch. Pulver nehme ich, ihr könnt auch Knoblauchzehe nehmen und Paprika edelsüß. Ihr könnt auch Gewürze nehmen, welche ihr wollt. Ich nehme diese. Und als erstes werde ich jetzt die Zwiebel mit etwas Wasser pürieren. Die pürierte Zwiebel kommt zum Hackfleisch. Dann die Kartoffel in feine Würfel schneiden, so klein. Die Weißkraut auch in ganz feine Würfel schneiden. Diesen Strunk, der so hart ist, den wegschneiden aus dem Weißkohl. Weißkohl habe ich geschnitten, ca. 200 Gramm. 100 Gramm habe ich hier und 100 hier, so grob. Ein paar Gramm mehr oder weniger spielt keine Rolle. Ich mache alles nach Augenmaß. Jetzt beides würzen mit den ganzen Gewürzen, Oregano, Knoblauch, Pfeffer, Salz und Paprika edelsüß, alles nach Geschmack. Gefrorene Dill, Petersilie nehme ich noch rein und beides gut vermischen. Die Füllung mit Zwiebel ist schon fertig. In die Füllung, wo keine Zwiebel drin ist, habe ich 5 Esslöffel Wasser reingetan und gut vermischt. Und jetzt ist die Füllung auch fertig. Jetzt können wir unsere Pigodi formen. Stückchen Teig nehmen und ausrollen. Ausrollen, nicht zu dick, nicht zu dünn. Ausstechen. Ich habe dafür so eine Form. Für Mante, man kann genauso in Quadrate schneiden mit so einem Teigschaber. Ich fange mit der Füllung ohne Zwiebel an. Gute Esslöffel in die Mitte rein. Dann so über Kreuz zusammen machen und dann die Enden. So, dann habt ihr so eine Art Blume mit offenen Seiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Seiten auch zumachen. Also man soll sie formen wie Mante. Einziger Unterschied ist hier halt in der Füllung Weißkohl. Man kann natürlich den Teig wie für Pelmeni machen, also ohne Hefe. Wir mögen es aber weicher. Deswegen mache ich den Teig immer mit Hefe. Ist Geschmackssache. Jetzt von eurer Dampfgarer eine Reihe nehmen. Die fertig geformte Pigodi. In Öl tunken und reinstellen. Ihr könnt natürlich die Form einfetten und dann die reintun. Ich mache immer so.
Und so mit dem ganzen Teig und der Füllung machen, bis euer Teig und Füllung alle ist. Wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin mit Formen. Wenn ihr eure Pagodis geformt habt, ich habe hier zwei Reihen ohne Zwiebel und zwei Reihen mit Zwiebel. Die sind bei mir jetzt so fertig gestanden, circa 20 Minuten, bis ich alles hier aufgeräumt habe und Wasser aufgekocht ist. Also in den Topf von eurem Dampfkocher Wasser rein, Salz und Lorbeerblatt. Wasser soll salzig schmecken. Sprudeln aufkochen lassen und das Ganze jetzt draufstellen. Deckel zu und 45 Minuten kochen und Deckel nicht öffnen. Wir sehen uns dann, wenn es fertig gekocht ist. Pagodis sind fertig. Zeige ich euch, wie es drin aussieht. Das ist ohne Zwiebel. Schön saftig. Und alles ist durch. Und das ist mit Zwiebel. Auch wunderschön saftig und alles ist durch. Wenn ihr scharf gerne essen tut, dann tut in Hackfleisch ein bisschen Chili rein und man tut Pagodi auch mit Schmand dazu essen oder mit Ketchup oder Mayonnaise mit Ketchup vermischen, so als Soße essen. Ich serviere dazu einen Salat. Man kann Pagodis genauso wie man die gut einfrieren und dann tiefgefroren in Dampfkocher kochen, passiert nichts. Dann schmecken sie genauso frisch wie jetzt gemacht. Ihr müsst unbedingt probieren, das schmeckt sehr, sehr lecker und sehr saftig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche allen einen schönen Tag noch. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüssle!